Sehr schön. Schöne Runde gewesen. Nicht schlecht. In der Straße können wir bei Chimsen, ne? Bin schon gut dabei gewesen. Kubismus nur Zauberaffen. Jetzt, meine lieben Freunde, werde ich den ersten Buchstaben nicht reinschreiben. Den Code seht ihr hier, aber der erste Buchstabe fehlt. Findest du groß und klein? Ich finde kleine Bloons auch besser, Nevium. Ich spiele mal Zornavatar 025 in Yavi so. Ja, tut man, weil er mehr Dornen raushauen kann. Das Pikachu just became a sponsor von Angie just became a sponsor. Ist wahrscheinlich ein Resub gewesen. Vielen Dank an euch beide. Du nervst mit deinem scheiß Ausrufezeichen. Dann haust du drin. In 5 Minuten darfst du wieder schreiben. Vielleicht hast du dich bis dahin abgeregt. Wieso gibt es den Command 8 Ball? Das ist vom Stream Elements. Da kann ich, glaube ich, nicht mal deaktivieren. So, Yoshi Nikonator. Und der letzte fehlt noch. Beefy Ambiguity 5. Und der Anfangsbuchstabe war übrigens ein B gewesen. Ich möchte Quincy setzen. Ich habe noch nie mitgespielt. Ja, geht dir wie vielen so wahrscheinlich. Kann mir irgendjemand helfen? Ich habe nicht so viel Plan über das Spiel BT6. Da guckt ihr alle meine Videos an von Folge 1 bis Folge 800 an. Ja, danach wirst du sehr viel Ahnung haben von dem Spiel. Mini Bloons! Warum muss man eigentlich immer erst Go machen, um die Leute unter Druck zu setzen? Man kann auch einfach tatsächlich die erste Runde durchlaufen lassen. Würde auch funktionieren. Wir bekommen mal ein kleiner Bloons. Hey, hey, Wild, ne? Bei mir war kein Buchstabe da, null. Hm? Sehe ich nicht. Mini Bloons! Okay, habe noch 1000 Spielstunden. Okay, verstehe ich nicht. Geht für Ablatzerlübse Kubismus Adidas nutzen. Was? Ach, Adora. Geh für Ablatzerlübse Kubismus Adora nutzen? Ja, kannst du machen. Ob du das Geld bekommst, ist die Frage. Weil Ablatzerlübse ist ziemlich schwierig. Ich würde da tatsächlich einen anderen Helden bevorzugen. Moin dir. Wann lädst du die Folge eigentlich hoch? Auf YouTube oder lädst du die gar nicht hoch? Die kommt, wenn sie kommt. Den Stream werde ich wieder einzelne Folgen schneiden. Dann kommt sie, wenn sie hochgeladen wird, die Folge. Hey Bernadette, ist das nur Zauberaffen, wie du siehst? Kann ich nur Zauberaffen bauen? Dass ihr solche Fragen manchmal stellen müsst, das wundert mich echt. Bei mir wäre kein Buchstabe da. Verstehe ich nicht. Wirst du diesen Stream nochmal Koop spielen? Ich spiele die ersten zwei Runden Koop und dann fragen sie, wirst du irgendwann in diesem Stream nochmal Koop spielen? Du hast doch gesagt, dass du bestimmt nie wieder Koop spielen wirst. Machst du diesen Stream irgendwann nochmal Koop? Du bist ja gerade in der Koop-Runde drin und hast die letzte auch gespielt. Machst du diese Runde vielleicht noch Koop? Manchmal verstehe ich euch einfach nicht. Hey Headboss, moin Panakan, hey Mustafa. Moin Fresssäckchen und Tausterin P4. Ich hab das Geld für Adora bei Runde 43, ist ein bisschen spät, wa? P4 hat das Spiel verlassen. Hau rin, Beefy. Ein Zauberaffe gehört mir. Mein Zauberaffe. Es sind über 800 Folgen. Ja, dann guck, viel Spaß beim Angucken. Dann hast du auf jeden Fall genug Informationen und Wissen, wie man das Spiel spielt.
Es nervt dich immer dieselben Fragen zu bekommen, oder? Ja, nervt es, weil die Leute einfach nicht nachdenken können. Bist du älter 20? Bin ich. Was geht ab, LAN? Oh Gott. Hey. Ich frage ja nur, weil ich gerade nicht dabei war. Was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Aussage, Leute? Ich verstehe es nicht. Ich finde deine Videos sehr informationsreich, aber in den älteren Videos sind halt die Preise anders, deswegen geht die Taktik da nicht auf. Ach komm, komm, die, selbst wenn es 1000 Gold Unterschied sind. Das macht meistens echt nichts aus, oder es wird zu einer späteren Zeitpunkt gebaut. Man muss nicht alles exakt gleich machen. Man kann vielleicht ein bisschen improvisieren, ein bisschen variieren. Das funktioniert tatsächlich. Wie hast du kleine Runes bekommen? Auch so witzig, einen kleinen. Frag mal alle was Kreatives. Ich glaube, da bist du hier falsch, Ziege. Ich glaube, du bist hier nicht richtig. Finde es immer wieder interessant, dass mir YouTube E-Mail-Benachrichtigungen für meinen eigenen Stream gibt. So bescheuert. Wo steht eigentlich auf Discord der Code für den Koop? Gar nicht in Discord. Wie kommst du drauf? Außer mit solchen Koop? Ich glaube, da steht alles drin. Hey Griffin, oder? Hey Milo. Da war ein Stream, du steht unten am Stream. Hast du eine Switch? Nope. Bedauerlicherweise nein. Ich würde lieber gerne Feuerwehr skillen, aber ich glaube, der untere Zweig ist effektiver. Damit ich Tarnbloons angreifen kann. Ja, ist sinnvoller leider. Schade, schade. Kannst du ein Cool Whiz vielleicht in der Runde bauen, bitte? Ein Korb ist immer schwierig, weil man da echt wenig Geld bekommt. Aber vielleicht kann der P3 einen Kugelblitz bauen. Merkel wieder eine Regel, hab ich gesehen, der. Kurz vor dem Stream hat die Rede aufgehört. Deswegen habe ich dann angefangen zu streamen. Warum sagst du manchmal Ausrufezeichen und dann ein Wort, weil ihr es in den Chat schreiben sollt? Das ist ein Befehl für den Bot, dass ihr euch die Antwort gibt. Damit ich es nicht erklären muss, sondern ihr eure Informationen selber beschaffen könnt. Der Stream hängt hinterher. Findest du Fireboy? Hi Dark, ich finde deine Videos mega cool und danke, dass du mir durch deine Videos schon so viele Tipps gemacht hast. Kein Ding, Aiden. Freut mich. Was kam in der Rede vor? Ich habe sie verpasst. Ah, da musst du leider keine Informationen bekommen. Das ist ja schade. Würde mich an deiner Stelle voll ärgern. Na, sie haben halt über das gesprochen. Oder sie hat halt über das gesprochen, was sie wahrscheinlich heute beschlossen haben. Na, Kontaktverbot. Ab demnächst. Keine Ausgangssperren, sondern eher ein Kontaktverbot. Auch noch richtig. Aber sie haben auch gesagt, dass sie nicht über keine Bußgelder gesprochen haben, was ich echt schade finde. Ich hatte es ja gestern bestimmt schon gesagt. Ich bin für eine 500 Millionen Euro Strafe für jeden, der dieses Kontaktverbot ignoriert und missachtet und sich zu mehr als einer Gruppe trifft. Wirklich eine 500 Millionen Euro. Jeder muss eine 500 Millionen Euro bezahlen, wenn er sich nicht daran hält. Hey Shadow, ne? Schön, dass du auch dabei bist. Ich höre schon seit dem ersten Drittel von BTD5. Freut mich, Everlord. Freut mich, freut mich. Welches Achievement findest du am schwersten? Sapeur ist auf jeden Fall ein Achievement, was extrem lange dauert. Das ist einfach eine Fleißarbeit. Ansonsten zwei Tower Challenge ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Damit Tutorials würde es bestimmt funktionieren.
Ansonsten weiß ich gar nicht mehr, was der Rest so ist. Achso, doch, ein Race in unter 3 Minuten abschließen. Das ist das schwerste Achievement, finde ich. Ich habe es geschafft, aber es war trotzdem super, super ätzend gewesen. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Das war super anstrengend. Das hätte zwar eine Ausgangssperre. Das wäre notwendig, aber da es ja derzeit noch nicht kommt, zumindest in Berlin, finde ich auch nicht allzu verkehrt, erstmal nur eine Kontaktsperre zu verhängen. In Bayern gibt es Bußgelder, soweit ich das gelesen habe. Ja, aber es muss halt richtig wehtun. Wie soll man denn eine 500 Millionen zahlen? Das ist ja der Grund, das ist genau der Grund, Hasengruppe. Es soll einfach so unglaublich hoch sein, dass es keiner bezahlen kann. Damit die Leute sich einfach mal reinziehen, was sie denn nicht tun sollten. Runde 14 in 2 Türme ist unmöglich. Ach doch, ist schon möglich. Haben ja schon ganz viele Leute geschafft. Ein Loser wird man 5 Jahre eingesperrt, wenn man sich nicht hält an Corona. Corona halten. Bin auch dabei, sehr DRC. Oh, willkommen, Florian. Ich habe Bloons gratis im Internet. Schlimm, ja, ist das. Fuchs, geh bitte raus aus dem Stream. Bitte oder rühme dich nicht damit. Kauf's hier einfach. Fertig. Was ist die beste Defense am Anfang vom Platz, so dass man Farm bauen kann? Oben und Ninja-Affen. Darf man einen Tag öfter gucken? Wir machen am besten nicht, Yoshi. Am besten immer nur einmal pro Woche. Ich finde, 1 Million Korb zu spenden, den schwierigsten Erfolg ist hier insgesamt, das ist nicht auf einmal Everlord. Und dann meinst du diese Bill Gates oder Gil Bates, dieses Achievement, wo du 500 Millionen an den Partner spenden musst. Warum sind die Blut so klein? Schreib mal aus, ob es ein Kleiner in den Chat. Ele Garnele. Und dann treiben die Kinder, die sich nicht daran halten, die Eltern in die Schulden. So ist es halt heilig. Als Eltern hat man noch eine Aufsichtspflicht. Dann soll man vielleicht mal seiner Arbeit nachkommen oder seinen Verpflichtungen nachkommen, wenn man schon vögelt und Kinder in die Welt setzt. Sollte man auch damit klarkommen, dass man eine Verantwortung zu tragen hat. Nutzt du Freibad offen? Sehr selten. Bis gar nicht. Darky, einer denkt, er ist gesperrt und Streamer heißt, ich heiße Alexander oder sowas, hat dir über Discord geschimpft, ich kannst du ja mal schauen, ob er gesperrt ist. Dann wird es einen Grund haben, halbe Welt. Wer gesperrt ist, ist gesperrt. Fertig. Dann hat er irgendwie geschrieben, dass er live ist und ich mal ihn angucken soll oder wie wär's denn mit Sub for Sub und ja, hier ist Werbung irgendwelcher Art. Das wird schon Grund gehabt haben, kannst du dir mal fragen. Digga, warum lässt du den Kommentar von mir aus? Nicht böse, wirklich. Hey Rumo, hey Jana, hey Jason. Macht alle Autos. Dann kommt das Spiel Mega Penner. Das Beste. Hab ich auch mal gespielt oder angespielt damals. Naja. Gibt echt schönere Spiele. Hier hast du dann übrigens den Kugelblitz, ne? Wer ist denn hier so nett gewesen? P3 hat Kugelblitz geskillt. Nikonato. Gibt es einen Unterschied zu dem normalen Blitz, außer dass die klein sind? Nö, nichts. Alles gleich. Hast du auch groß, das habe ich gemacht. Habe ich auch letzte Runde schon gemacht. So, Korb, Kubismus, was ist das? Nur Zauberaffen. Kleine Bloons. Danke, danke P3 von mir. P3, ich soll dir von Marek aus danken. Siehst du immer noch so aus wie ein 5K-Abo-Special? Bestimmt. Wird eigentlich ins Spiel reingekommen. Ja, dann beim nächsten Mal wieder versuchen, Vic. Hab bestimmt gerade geschafft. GZ-Matrix, GZ.
Deine Katze hat meine Hausschuhe gegessen. Okay. Manchmal denke ich, ich habe ja echt betrunken, seit wenn ihr in den Stream reinkommt. Warum nutzt du am Anfang mit Ninja Suchschild und nicht Ninja Disziplin? Damit das Schulgen nicht verschwendet wird, wenn er rausgeschossen wird. Wenn er zum Beispiel nicht ganz gerade hinter den Blumen ist, dann wird der Schurikensatz verschwendet. Das wäre ja doof. Bis dann alle meint, kann ich nicht, was soll das sein? Hi, bist du der beste deutsche BT6-Spieler? Keine Ahnung, Spark Army. Ich kenne alle anderen nicht. Interessiert mich auch ziemlich wenig. Ich mache mein Ding und fertig. Der kleine Blumen ist echt entspannt. Wir bekommen mal kleinen Wunschschreiber aus, wir sind kleine in den Chat, Ronny. Hey Migo. Na Emo. Ich bin 12, nicht betrunken, aber danke. Dann bist du einfach nur verwirrt im Kopf. Was du da oben geschrieben hast, verstehe ich nämlich nicht. Aber in der Disziplin ist doch stärker, findest du? Dann benutze es. Muss nur noch Deflation schaffen, dann habe ich den schwarzen an GZ. Los geht's. Luft ablassen ist ja wohl das Einfachste. Nach meiner Meinung bist du der Beste in Deutschland. Danke. Kannst du nächstes Mal Gier bzw. vorbereitet als das mit dem Riesenzahnrad als Korb stehen? Grau machen. Da werden wir sicherlich mehrfach verlieren. Wir bekommen einen kleinen Runes, habe ich dir gerade beantwortet, Ronny. Ich auch nicht. Ich versuche auf dumme Art und Weise lustig zu sein. Warum tust du das? Unnötig. Hey Barcelona, hey Ninja Power. Teilen wir das Geld um. Sehen deine Mates die kleinen Loons auch? Ne, die haben ihren eigenen Modus. Wenn einer große Bloons hat, hat entsprechend er große Bloons. Das ist immer nur lokal. Hast du auch große Bloons? Habe ich. Wo kann wer auf diese Map Affen setzen? Jeder kann überall hinsetzen, Zero Gamer. Gibt es ja keine Beschränkung. Es gibt einige Maps, wo ein A draufsteht. A mit allen vier Farben, das heißt, du kannst überall hinsetzen. Richtige Frage, geht's dir immer gut, Barcello? Immer gut. Grundsätzlich immer gut. Willkommen bei diesen Doppelgeldmodus, in dem du 16, 17, 18 Euro bezahlst im Spiel, Sascha. Guck mal im Shop nach, da kannst du den Modus kaufen für 18 Euro, glaube ich. Was? Ich muss dafür Geld bezahlen? Da will ich ihn doch nicht haben. Ja, wie wär's mit vorher nachgucken? So viele Möglichkeiten im Spiel gibt es nicht. Muss man leider so mal sagen. Ich bin reich, schön für dich, Aqua. Lass dir schmecken, Moonmaster. Kannst du welche Hose? Hab ich gerade gemacht, große Bloons. Große Bloons finde ich langweilig. Da finde ich kleiner echt besser, weil es einfach performanter ist. Boah, ich hab 11.864 Keramik-Balloons geplatzt. Nicht schlecht. Cool. Keramik-Balloons platzen lassen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.